Ja, hallo liebe Kollegen, habt ihr auch schon gemerkt, dass so ein Gutschein eigentlich ein Trendgeschenk ist? Immer mehr werden für Weihnachten Gutscheine verkauft. Und deshalb haben wir uns mit dem Thema professionell beschäftigt und für alle Friseursalons, Kosmetikstudios eine Online-Gutscheinplattform entwickelt. Ja, warum haben wir das halt gemacht? Weil in den vergangenen Jahren wir immer mehr Gutscheine verkaufen konnten. Schaut euch mal unsere Zahlen halt an. Das war der Gutscheinverkauf 2018, über 80.000 Euro. Jetzt möchten wir euch auch teilhaben lassen, dass auch ihr ganz einfach über eure Social-Media-Seiten, über Google oder über eure Webseite Gutscheine verkaufen könnt. Und dafür haben wir einen Online-Shop für Gutscheine entwickelt, genauso wie der Kunde das halt von Amazon und Co. und all diesen Online-Shops da draußen halt kennt. Er kann relativ schnell und einfach Gutscheine kaufen. Das geht über zwei Arten. Einmal im Standardversand, dann kommt der Gutschein ganz normal in einen Briefumschlag. Oder sogar als Premium-Versand, dann packen wir in eine etwas größere Umverpackung und Schachtel noch etwas mehr halt rein, damit man so einen Gutschein auch mal auf einem Geburtstagstisch, Nikolaustisch, wie auch immer, präsentieren kann. Also hier ist ein bisschen mehr Überraschung drin und da sind auch dementsprechend Sachets und Beigaben drin, genauso wie es für euren Salon eben passt. Ja, was müsst ihr dazu tun? Ihr müsst nur Kontakt mit uns aufnehmen, dann richten wir das genau für euren Salon oder für euer Kosmetikstudio halt ein und ihr könnt ganz schnell Gutscheine verkaufen. Bei den über 80.000 Gutscheinen, die wir im vergangenen Jahr verkauft haben, war der größte Teil natürlich immer noch im Salon. Aber online werden immer mehr verkauft und genau das ist es, was wir in der Zukunft vermehrt machen wollen. Die Dienstleistung, das Verschicken, die Rechnung, die Gutscheinnummer, all das würden wir für euch übernehmen. Aber jetzt erst einmal, schaut mal, wie das so funktioniert. Schauen wir doch einmal, wie einfach so eine Bestellung über die Online-Gutscheinplattform ist. Ihr bekommt von uns einen Link, den ihr in eure Website integriert oder euer Webdesigner. Dies geht aber wirklich ganz einfach. Der Kunde drückt auf Gutschein bestellen und er kommt hier auf die Startseite der Konfiguration. Diese Seite passen wir natürlich mit eurem Logo an, mit euren Farben und auch mit dem Hintergrundbild aus eurem Salon, sodass der Kunde eigentlich immer noch meint, er ist auf eurer Webseite. Startkonfiguration und es werden die möglichen Gutscheindesigns angezeigt. Das sind entweder die, die wir entwickelt haben, oder aber ihr könnt uns auch eure eigenen Salon-Gutscheindesigns geben und wir integrieren sie in die Plattform. Ich nehme hier mal Männervariante 2 und auf der nächsten Seite kann der Kunde aussuchen, möchte er einen Standardgutschein für 1 € Versandkosten, dann kommt der Gutschein im Briefumschlag ganz normal nach Hause gesendet. Premium-Gutschein ist ein Gutschein, den wir in eine Umverpackung packen mit Sachets dazu, also ein ganz kleines Überraschungspaket, wenn der Gutschein als Geschenk verschickt werden soll. Ich nehme in dem Beispiel jetzt mal Premium-Gutschein. Auf der nächsten Seite wählt euer Kunde den Wert aus. Hier hinterlegen wir auch wieder genau die Standardwerte, die ihr in eurem Salon haben möchtet. Also wenn ihr sagt, wir möchten nur 50 oder 100 oder 200 € Gutscheine verkaufen, dann wird genau dieses hier in dieser Liste stehen. In Aktionszeiten wie vor Weihnachten gibt es auch Aktionsgutscheine. In den anderen Monaten, wenn es keine Aktionen gibt, wird dieses Feld auch nicht angezeigt. In dem Beispiel jetzt hier, kurz vor Weihnachten, nehme ich einmal einen Gutschein im Wert von 100 €, den ich für 90 € kaufen möchte. Auf der nächsten Seite kann ich den Gutscheintext eingeben. Nehmen wir mal ein Beispiel. Liebe Oma Erna, alles Gute zum Geburtstag, dein Lieblingsenkel Toni. Diesen Text drucken wir dann in den Gutschein rein. Natürlich machen wir das in einer Schreibschrift, sodass der Gutschein etwas personalisiert und etwas persönlicher halt aussieht. Und so bei der Oma Erna halt ankommt. Auf der nächsten Seite gebe ich die Lieferanschrift ein. Möchte ich den Gutschein für mich selbst kaufen, dann ist Lieferanschrift gleich Rechnungsanschrift und ich muss nur eine Seite von beiden ausfüllen. Wie in unserem Beispiel kann ich hier aber auch die Adresse der Oma Erna angeben. Ihr seht auch hier wieder Autofüllfunktion, damit es dem Kunden so einfach wie möglich gemacht wird. Rechnungsanschrift in dem Fall halt an mich. Auf der nächsten Seite kriege ich die Zahlungsbedingungen angezeigt. Ich kann den Gutschein entweder per Vorkasse erwerben, dauert dann natürlich ein bisschen, bis das Geld da ist, oder per Kreditkarte auf Rechnung oder per PayPal.
PayPal ist, denke ich, bei den Menschen da draußen anerkannt und sie wissen genau, worum es sich bei dem Unternehmen halt handelt. Es hat eine sehr hohe Wertigkeit bei den Kunden. In dem Beispiel nehme ich einmal Vorkasse. Im nächsten Step bekomme ich alles nochmal angezeigt, das Gutscheindesign, den Gutscheinbetrag, die Versandkosten, die Lieferadresse und die Rechnungsadresse. Jetzt, das kennt ihr aus allen anderen Online-Shops, drücke ich auf Bestellung absenden und schon ist der Gutschein bestellt. Sei denn, ich habe vergessen, die Datenschutzerklärung und die allgemeinen Geschäftsbedingungen anzuhaken. Das sollte ich noch tun. Bestellung absenden. Vielen Dank für Ihre Bestellung. In dem Augenblick bekommt der Besteller eine E-Mail über den bestellten Gutschein. Es bekommt der Salon eine E-Mail mit der Gutscheinbestellung, in dem Wert und Gutscheinnummer drinstehen. Und wir bekommen natürlich diese Bestellung, um den Gutschein so schnell wie möglich zu versenden. So, das Ganze funktioniert nicht nur mit eurer Website, sondern auch über Social Media oder bei Google. Wir haben bei Google einen Beitrag erstellt und hier kann man direkt aus diesem Beitrag heraus die Gutscheine kaufen. Und ihr wisst, wie wichtig Google halt ist für das Ranking. Und das sieht dann so aus. Ihr seht, selbe Plattform wird an die Größe angepasst. Egal, ob der Kunde das mit dem Smartphone öffnet oder mit einem PC oder mit einem Mac, es passt sich immer an die Größe halt an. Oder ihr macht den Link direkt auf eure Facebook-Seite. Das könnte zum Beispiel so aussehen. Auch hier wieder ein Link, der geht dann entweder direkt auf die Plattform oder, wie ihr das vorhin gesehen habt, über die Webseite. Also ihr habt alle Möglichkeiten und könnt über mehrere Kanäle Gutscheine verkaufen. Ich denke, dass das eine wunderbare Möglichkeit ist, noch mehr Gutscheine an die Kunden zu verkaufen, ohne dass ihr viel dafür machen müsst. Und im Übrigen, das Interessanteste am Gutscheinverkauf sind ja die Gutscheine, die nicht eingelöst werden. Ihr findet das interessant und wollt dabei sein? Dann übernehmen wir gern für euch die Dienstleistung und richten euch in der Plattform friseurgutschein.de mit ein. Ihr habt drei verschiedene Möglichkeiten, euch daran zu beteiligen: entweder Basis, Premium oder Platin. Die Preisliste seht ihr halt hier. Das Gute an unserer Preisliste ist, ihr bezahlt nur, wenn tatsächlich Gutscheine verkauft werden. Wir nehmen keine Einrichtungsgebühr und ihr bezahlt auch nicht monatlich. In der Basisversion nehmen wir eine Gebühr von 5,5% für die gesamte Abwicklung. Das heißt, den Gutschein ausfüllen, versenden, Rechnungsversand, kassieren. Die Premium-Version kostet 7,5%. Hier überweisen wir das Geld auch viel schneller und machen eine wöchentliche Abrechnung. Und ihr habt mehr Zahlungsbedingungen, nämlich zusätzlich kann der Kunde auch per Rechnung seine Gutscheine kaufen. Wenn ihr das volle Programm wollt, dann nehmt die Platin-Version. Hier ist Zahlungsbedingung, Kreditkarte, Vorabüberweisung, PayPal, Rechnung und Lastschrift möglich. Und wir machen eine Abrechnung mit euch täglich. Das kostet dann 10,5% vom Gutscheinwert. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt oder dabei sein wollt, dann ganz einfach mit uns Kontakt aufnehmen. Entweder per E-Mail an info@friseur.digital oder per Telefon unter der 03571 60 40 192. Auf alle Fälle merkt euch schon mal die Webadresse www.friseur.digital.